Meine Lieben, eure Nina hier. Ja, nach ganz langer Zeit gibt es mal wieder ein Video mit mir. Ich melde mich wieder zurück und werde euch einmal kurz mitteilen, was in der letzten Zeit überhaupt so los war. Ja, ich habe jetzt wirklich lange Zeit Pause gemacht. Es musste einfach sein. Wie ihr alle wisst, bin ich umgezogen und ja, ich sitze jetzt gerade eben schon in meinem neuen Haus und das ist mitunter auch ein Grund, warum die Pause einfach sein musste. Ich hatte wirklich mega viel zu tun. Ich habe, der ganze Umzug alles allein zu machen, das war natürlich sehr viel Aufwand und sehr viel Arbeit. Und genau dem habe ich mich alles gewidmet und gerade auch mit den Tieren umzuziehen. Und ich habe gleichzeitig auch noch einen neuen Job angefangen, was ihr auch noch nicht wisst. Aber das war alles sehr viel Arbeit und deswegen habe ich mir quasi so eine kreative Pause gegönnt, weil ich mir ohnehin Gedanken gemacht habe, wie es hier mit dem Channel weitergehen soll, in welche Richtung ich das Ganze gerne haben möchte, in welche Richtung sich das auch entwickeln soll. Und da habe ich mir auch sehr viele Gedanken zu gemacht und werde da jetzt auch nach und nach wieder mit starten. Das heißt, ihr dürft euch freuen, es wird jetzt bald wieder regelmäßig Videos geben und dann werde ich euch auch ein wenig mehr zeigen und vor allem auch ein wenig mehr erzählen, was denn so die letzte Zeit los war, wie es den Pferden geht. Denen geht es im Übrigen super, also eigentlich ist allen Tieren super. Nicht nur den Pferden, auch den Hunden. Und war wie gesagt sehr viel Arbeit, aber wir sind angekommen, putzmunter. Und ich stehe jetzt noch nicht komplett fertig, aber fast. Das werde ich euch bald auch noch zeigen. Dann schauen wir uns mal zusammen den Stall an. Und ich hoffe natürlich, dass ihr wieder mit dabei seid und würde mich mega freuen. Irgendwie finde ich, sind meine Haare heute komisch. Ich habe eine andere Haarfarbe benutzt. Sieht man, glaube ich, oder? Das ist jetzt mehr Richtung Kupfer. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob ich das so schön finde oder nicht. Aber gut, komplett anderes Thema. Was wird also die nächste Zeit bei Risk und Kanti passieren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und da lasst euch überraschen. Ich habe mir so die eine oder andere Sache überlegt, was ich gerne machen möchte. Ich möchte euch auf jeden Fall wieder ganz viele, vor allem auch schöne Eindrücke vermitteln, wie es hier bei uns aussieht, wie wir hier so leben. Ich meine, die Pferde sind ja auch bei mir wieder im Haus. Die stehen quasi dann da hinter mir. Was heißt da hinter mir? Schon ein kleines Stückchen. Aber das werdet ihr alles noch sehen. Und habe auch noch ein paar andere Sachen geplant, die ich hoffe, dass sie euch gefallen werden. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich habe mir, wie gesagt, einige Gedanken in dieser Pause gemacht. Die Pause musste einfach sein, weil es einfach so viel auf einmal war. Ich dann gesagt habe, okay, ich schaffe es jetzt nicht, auch noch regelmäßig Videos zu machen, die jetzt auch noch von guter Qualität sind oder irgendwie was. Von daher habe ich mir diese Pause gegönnt. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich melde mich auf jeden Fall wieder zurück. Es haben auch alle anderen Accounts geschlafen, also auch Instagram und Facebook und Snapchat vor allem auch. Aber damit fangen wir jetzt wieder an. Das heißt, es wird wieder regelmäßig Videos geben und es wird wieder regelmäßig Fotos geben. Und ich versuche auch, mich wieder mehr mit Snapchat anzufreunden. Des Weiteren arbeite ich noch an einem anderen Projekt, das wird aber noch ein bisschen dauern, bis das online kommt. Das werde ich euch dann aber auch noch zeigen, das hat auch mit Risk und Kanti zu tun. Und ich arbeite auch noch an einem anderen Projekt, das hat gar nichts mit Risk und Kanti zu tun. Dann mal schauen, vielleicht, wenn es euch interessiert, werde ich euch das auch mal zeigen. Aber wie gesagt, das dauert noch. Und ich glaube, das war so das Wichtigste. Also wie gesagt, uns geht's gut. Ich fand es total rührend, dass einige sich mega Sorgen gemacht haben und geschrieben haben, oh mein Gott, wie geht es dir und so weiter. Es müsste, wie gesagt, einfach nur eine Pause sein und wir starten jetzt frisch und erholt. Und nutzen den Rest des Jahres. Sommer ist ja jetzt aktuell noch, aber jetzt nicht mal zu lange. Und dann schauen wir, was so auf uns zukommt. Ich persönlich freue mich auf jeden Fall riesig und würde mich mega freuen, wenn ihr auch wieder mit dabei seid und ich werde von einer Fliege angegriffen. Es hat sich also im Grunde genommen nicht viel verändert. Ich werde immer noch regelmäßig in meinen Videos von Fliegen angegriffen. Ich weiß nicht, was die haben. Die lassen mich die ganze Zeit in Ruhe. Kaum habe ich die Kamera an und rede, habe ich haufenweise Fliegen hier. Okay, haufenweise ist auch übertrieben. Es war eine einzige. Ja, also nächsten Montag geht es wieder los. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wunderschöne Woche und hoffe, dass ihr dann auch nächste Woche mit dabei seid. Ich freue mich auf jeden Fall schon riesig. Ich habe schon eine schöne Idee, was wir eventuell machen können. Ich hoffe, das klappt alles. Und bis dahin wünsche ich euch, wie gesagt, eine wunderschöne Zeit und ja, wir sehen uns. Tschüss!